gleich mal wieder unsere Wertung aufheben, ne? So ein bisschen aufwerten. So heißt's. Halbzeit. Dann lesen wir uns mal wieder das Trainer-Feedback durch. Sollte ja irgendwas Gutes sein eigentlich. Ja, da gibt's nichts. Da gibt's nichts zu lesen. Auch schön, wenn es gar nichts zu lesen gibt. Im Laufe der Partie gibt's Trainer-Feedback, ja. Warum nicht jetzt, ne? Ach man. Ja. Du wusstest nicht wohin. Schieß einfach mal ins Aus. Ich merk schon, wenn du keine Ahnung hast, wohin, schieß einfach ins Aus. Und jetzt haben wir auch mal eine 8,3 Bewertung hier. Der war gut. Der war gut. Komm, wir haben es uns doch verdient, in der Startelf zu bleiben jetzt, ja. Auch wenn wieder Training miserabel ist. Das sollte man nicht mal alles aufs Training festnageln. Ingame sind wir doch gut. Wollen halt da aus den Abstiegsplätzen auch raus, ne? Aus den Abstiegsplätzen raus, so heißt's.
Hecke. Ja, war noch mal ein Schuss zum Schluss. Wenn der reingegangen wäre, wäre es natürlich noch geil gewesen. Oh. Du hast dir eine tolle Vorlage geholt. Dein Passspiel war wirklich überzeugend. Du suchst immer wieder nach Gelegenheit, den Ball nach vorne zu bringen. Klare Kurzpässe heute. Gut, geht auf einmal das Pausending an. So. Spieler des Tages heute. Sagen Sie, haben Sie das nach Ihrer Leistung erwartet? Nein. Das war eine große Überraschung für mich. Vor allem, weil ich natürlich auch Fehler gemacht habe. Aber ist eine tolle Auszeichnung. Yeah. Sie gaben heute eine Vorlage. Was waren Ihre Gedanken bei dem Ball? Ich glaube, das sollte eigentlich ein Doppelpass werden. Aber er hat ihn behalten und reingemacht. Egal, ein Tor ist ein Tor. Ja. Heute haben Sie diesen wichtigen Sieg errungen. Ihre Meinung zu dem grandiosen Erfolg? Die Mannschaften der Liga sind von der Qualität her zusammengerückt. Oft ist das Entscheidende die Taktik. Und ich denke, der Coach hat die perfekte gewählt. Das ist der Hauptgrund für diesen Dreier. Und das war's. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Danke. Yay. Yeah. Ich klick mir da so ein bisschen durch und lasse es irgendwie so in der kühlen Waage gerade liegen. Ja. Oh, schon fast bei 4 Millionen Transferwert. Ja, natürlich geht es weiter Richtung nach oben. Nächste Einblendung, bitte. So. Und weiter geht's. Platz 15. Sieht schon mal gut aus, ne? Was kommt als nächstes? Passtraining. Es kann losgehen, Jungs. Die Arbeit geht weiter. Zeigt dem Trainer, wofür ihr bezahlt werdet. Wir werden bezahlt. Flanke, Schuss, bla bla bla. Wow. Beste Ecke überhaupt. Tor. Tor. Ich hab noch einen Schuss. Ich hab noch einen Schuss. Okay. Egal, ein A. Perfekte Vorlagen. Bla 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 bla. Okay. That's it.
Na, halten ist aber auch nicht gerade das Beste, ne? Tor. Naja, naja. Ein F. Hoffentlich macht ein F nicht gleich wieder alles kaputt, weil da ist ja auch ein A bei. Na, na. Ein bisschen sogar Plus gemacht. Und weiter geht's. Gegen Burnley. In der Startelf. Ja. Einfach mal ein Tor schießen. Damit wir nochmal das zeigen, was wir beim letzten Mal auch gezeigt haben. Also im letzten Spiel einfach. Ne, Tor. Mit Vorlage. Eigentlich muss mal wieder ein FA Cup Spiel kommen, ne? Wobei, da habe ich ja immer wieder so Angst bei. Das was verkacken. Alex, schießt es gut nach vorne und verlierst den Ball dann trotzdem. So. Ach so.
Einmal durchatmen, der Ball ist nicht reingegangen. Also ins unsere Tor. Nee, das soll ja immer ins Gegnerische. Ah, das war ein Foul. Bevor. Three minutes additional time. Naja, 1-0 Halbzeit. Immerhin. Damit können wir ja schon mal was anfangen. Du hast dir eine tolle Vorlage geholt. Schöne Passung nach vorne. Damit lässt du einen entscheidenden Beitrag zum Vorwärtsdrang der Mannschaft. Klasse Kurzpässe heute. Ja. Kurzpässe. Schönes Passspiel, schlechtes Passspiel. Ich sehe in dein Herz, ich sehe gute Pässe, schlechte Pässe. Was war das denn? Ja. Pässe 14, Torvorlagen 1. Was ja eigentlich gar nicht mal so schlecht ist.